mit dir, Thomas! Thomas! Ganz wie sein Vater. Die letzte Nachricht kam vor 12 Tagen. Deshalb bin ich ja hergefahren. Hier ist es. Der Schlüssel steckt von innen. Ich bin sicher, dass das Mädchen bei ihm ist. Diese Hure. Ahnt sie was? Seitdem sind sie zusammen. Nun macht schon. Los. Mach keinen unnötigen Lärm. Kuchen? Der Herd ist kalt. Hast du das Bild gesehen?
Was machen die denn da? Thomas! Thomas, was soll denn das? Bist du taub? Thomas! Thomas, mein Junge! Warum hast du mir nicht aufgemacht? Sieh mich doch an! Du hast mir solche Sorgen gemacht. Sei doch vernünftig. Wir wollen uns doch wieder vertragen. Thomas. Thomas, nein. Komm, wir ziehen die Kleine an. Lass das doch. Augenblick! Wir bringen sie zu ihrem Vater. Je eher, desto besser. Aha. Eleonore. Es stimmt also. Bringt sie nach oben. Es ist schon alles vorbereitet. Lass sie! Sie kommt nicht weit.
Nachbar seid ihr! Ihr wisst genau, dass keiner entkommen darf. Jeder, der unser Gebiet verlässt, ist eine große Gefahr für uns. Nehmt euch in Acht. Eure Trägheit kann euch teuer zu stehen kommen. Seht ihn euch an. Es könnte sein, dass ich einmal den Falschen treffe. Ich muss noch runter zu den anderen. Seid nicht zu laut. Mein Vater sagt, ihr macht zu viel Lärm. Er hat Angst wie alle anderen. Ich weiß, Lena, es wird immer schlimmer. Man kann mit niemandem mehr darüber reden. Du, ich glaube, da ist was passiert. Bis nachher. Wir haben unsere Arbeit getan und feststellen müssen, dass wir so nicht weiterkommen. Obwohl wir genauestens über den Vampirismus Bescheid wissen, sah ich bisher nur wenig Möglichkeiten, ihn wirkungsvoll zu bekämpfen. Töteten wir einen, erhoben sich 100 andere, um ihn zu rächen. Die Macht dieser Blutsauger ist bis zum heutigen Tage stetig gewachsen. Wir müssen endlich den Kampf gegen sie verschärfen und nicht nur wie bisher ihre Rituale stören oder einzelne von ihnen töten. Die Wirkungslosigkeit dieser Unternehmungen ist uns allen bekannt. Wir haben nur noch eine Chance. Die endgültige Vernichtung aller Vampire. Die Gelegenheit hierzu war noch nie so günstig als gerade jetzt. Aus meinen Büchern wusste ich schon lange, dass der mächtigste Vampir in nächster Zukunft ein großes Fest feiern wird. Aber jetzt wissen wir auch wo. Auf einem Schloss am Meer. Es gibt nur eines, das in Frage kommt. Hier. Und an diesem Fest werden alle Vampire dort versammelt sein.
Wir dringen in das Schloss ein. Töten die Diener und Wächter. Und treiben die Vampire ins Meer. Wir wissen, dass sie im Wasser elendig verrecken müssen. Aber sind wir nicht viel zu wenige, um das zu schaffen? Wir haben Beweise, dass in diesem Schloss eine große Zahl Gefangener von den Vampiren festgehalten wird. Wenn es uns gelingt, diese Gefangenen zu befreien, könnten sie uns im Kampf gegen die Vampire unterstützen. Im Detail stelle ich mir das folgendermaßen vor. Wir senden einen Kundschafter aus, der genaue Pläne vom Schloss anfertigt, die Zahl der im Schloss anwesenden Diener und Wächter ermittelt und eine Gelegenheit ausfindig macht, wie wir am besten auf das Schloss gelangen. Ich schlage vor, dass dieser Kundschafter noch heute Nacht abfährt. Sei vorsichtig. Du kennst deine Aufgabe. Schau noch mal nach, ob alles da ist. Vielleicht sollte doch jemand mitfahren. Nein, das müssen wir allein fahren. Einer hat mehr Chance. Der Dolch ist ein Erbstück meines Urgroßvaters. Er hat manchem Vampir damit das Herz aus dem sündhaften Leib geschnitten. Das Buch kennst du ja. Es ist die erste Auflage meiner umfassenden Forschungsberichte über den Vampirismus. Die zweite Auflage ist mir erschienen. Vergiss diese Karte nicht. Ohne sie wirst du dich todsicher verirren. Es ist alles da. Scheinen mir unbrauchbare Waffen zu sein. Ich pass schon auf. Mach's gut. Sei nicht zu tollkühn. Deine Mission ist sehr wichtig. Viel Glück. Gib uns bald Nachricht. Wiedersehen. Passt ein bisschen auf euch gut. Es ist Zeit, dass er endlich abfährt. Wir haben noch viel Arbeit. Los, lass uns gehen. Sofort ins Bett und bete deinen Rosenkranz. Wir wollen mit der Sache nichts zu tun haben.
Christi, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, alleiniger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, du schmerzhafte Mutter, bitte uns. Heilige Maria, die du zu Bethlehem Kajaberg gefunden hast. Ich kann es nicht fassen! Was? Ah!
Da. Gib ihm das für seine Sammlung. Sind die Kleider da und das Esszeug? Wer ist denn diesmal dran? Ich glaube, Jonathan heißt er. Was ist denn?
Wohin so eilig? Keine Angst. Ich tu dir nichts. Hast du Hunger? Ich bin noch nicht so lange unterwegs. Komm, setz dich doch. Iss was. Du hast sicher viel Geld, was? Für die Reise langt es. Aha. Du machst eine Reise. Wohin denn? Wie weit ist bis zum nächsten Dorf? Ich weiß nicht genau. Es kann aber nicht mehr weit sein. Ich habe eine Bäuerin vorbeigehen sehen mit einem Strohballen auf dem Rücken. Danke fürs Essen. Warte doch. Ich komme ein Stück mit dir. Was ist denn mit denen los? Warum lassen die uns denn nicht ins Dorf? Was weiß der nicht? Los, nicht sie weg von hier. Wir müssen das Dorf umgehen. Die sind schon lange nicht mehr gemolken worden. Geh da lieber nicht rein. Heda! Ist da jemand? Wo steckst du denn? Hm?
Hab keine Angst, wir hörten nur die Kühe brüllen und... Na, was gibt's denn da? Leichen. Sebastian, segne meine Kühe im Namen des Vaters, meines Sohnes.
Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich übernehme die erste Wache. Ich weck dich dann.
aufmachen! Der Letzte, den ich reinlasse. Ich wollte mich nur nach dem Weg zum Schloss erkundigen. Zum Schloss des Grafen. Wie weit... Nun komm schon. Komm. Das sind alle Leute vom Dorf, die noch am Leben sind. Ich möchte gehen. Nimmst du mich mit? Ich habe sowieso schon zu viel Zeit verloren. Thank you.
Jetzt! Reißt euch zusammen! Das sind alle, die wir heute fangen konnten.
Es ist jemand ins Schloss eingedrungen, der uns gefährlich werden kann. Er ist unten in der Halle. Willkommen in meinem Haus. Ich habe dich erwartet. Er soll mein Gast sein. Er kann im Schloss hingehen, wohin er will, außer dahin, wo die Türen verschlossen sind. Es hat seine Gründe, dass die Dinge nun einmal so sind. Wenn du meine Erfahrung hättest und wenn du mit meinen Augen sähest, dann würdest du mich leichter begreifen. Ein zu kostbares Gut in diesen erbärmlichen Friedenszeiten. Er ist jung und stark. Und es gibt Küsse für uns alle. Könnt ihr es wagen, ihn anzurühren? Dieser Mann ist mein!
und ich will euch nie mehr bei ihm sehen. Du hast nie geliebt und wirst nie lieben. Schweig! Verlasst diesen Raum und nehmt das mit. Ihr könnt es haben. Thank you.
Ich habe dir doch gesagt, du sollst keine verschlossenen Räume betreten. Oh.
Du bleibst hier als Wächter. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unseren Sieg gib uns heute. Gib uns unsere Schuld. Gib uns unsere Schuld. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unseren Sieg gib uns heute.
Geilt euch! Hilf! Hilf! Hilf uns! Weiter!
Satan! 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 Satan